Lust mehr auf Pokémon hatte. Ich hatte irgendwie meine feuerrote Edition verloren dann und hatte wenig Lust dann noch gehabt auf Pokémon spielen. Ich glaube, ich sammle noch ein Stack. Und ja, dann habe ich halt ein paar Mal Rubin noch gespielt, aber nicht intensiv. Ich habe halt nur ein paar Spielstände angefangen, aber ich habe nie wirklich daran weitergespielt. So, und dann habe ich wieder angefangen Pokémon zu spielen, als ich einen Nintendo DS mir geholt habe. Da habe ich mir gleich die Diamanten-Edition geholt als M3DS Real-ROM-Datei. Also ich habe es mir gekauft, was ich bereuen werde. Ich möchte es mir irgendwann vielleicht kaufen, wenn ich mehr Geld übrig habe. Aber momentan habe ich es nur als ROM. Und die fand ich nicht so beeindruckend, die Diamant-Edition und so. Und von, die war mir irgendwie ein bisschen eine Kopie von der dritten Generation, also von der Rubin, Saphir und Smaragd-Edition. Das war irgendwie viel, irgendwie gleich. Also ich weiß nicht, also für mich waren die Spiele irgendwie gleich. Ja gut, ein paar neue Pokémon, aber von denen war ich nicht so besonders begeistert. Damit konnte ich irgendwie nichts anfangen. Vom Platin habe ich auch nicht, auch sehr wenig gehalten, die hat mir auch nicht Spaß gemacht. Auch wenn viele von euch wahrscheinlich die Platin-Edition mögen. Ich mochte sie nicht. Und das war übrigens so, vor Anfang 2010 habe ich angefangen, Diamant zu zocken. Also das war nicht so lange her. Also ich habe wirklich, wirklich lange kein Pokémon mehr gespielt, dann nach der dritten Generation. Und dann war 2011, als die schwarze und weiße Edition rauskam. Ich hatte irgendwie totalen Bock auf ein neues Pokémon-Spiel. Ich habe auch gesehen, ich war scharf auf die Dreifachkämpfe, auf die Dreifachkämpfe halt, wo man drei Pokémon auf einmal einsetzen konnte. Und dann habe ich es mir gezogen, also nicht gezogen, sondern gekauft, so richtig gekauft mit dem neuen DS natürlich. Mein alter DS war schon kaputt gegangen, also der funktioniert heute zwar noch, aber der ist total kaputt, der ist das Klapp-Dings kaputt, also ja. Und von der war ich auch richtig begeistert. Ich fand es allerdings schade, dass die Story so kurz gehalten wurde und dass man nicht so viele Möglichkeiten hatte wie in den anderen Editionen zuvor. Aber doch fand ich das Gameplay richtig cool. Also die Grafik war richtig top. Die Pokémon haben sich bewegt. Das war übrigens auch noch ein Grund, warum ich es mir gekauft habe, weil ich irgendwie den Drang hatte, Pokémon zu sehen, wie sie sich bewegen. Klingt irgendwie pervers irgendwie. Naja. Oh Gott, ich quatsche hier schon wieder so lange. Ich glaube, wir müssen jetzt langsam mal zurück und wahrscheinlich sind wir schon längst bei Part 50 jetzt gerade. Ich habe auf die Uhr geschaut, bevor wir angefangen haben, das aufzunehmen. Ja, und jetzt wo Pokémon Weiß rausgekommen ist, also Pokémon Schwarz und Weiß, habe ich mir die Weiße geholt. Und mit dem Spielstand, den was ich damals noch hatte, den habe ich heute immer noch. Und zwar habe ich darauf schon 300 Pokémon gefangen. Ich habe mir halt noch ein paar Pokémon rübergesendet aus Soul Silver. Ach ja, Soul Silver habe ich vergessen. Soul Silver fand ich auch richtig cool. Also es war die beste das beste Remake der vierten Generation, finde ich. Mit also dritte Generation war halt Feuerrot Remake das beste Spiel und bei der, also für mich halt, und bei vierten Generation fand ich die Soul Silver am besten. Weil die anderen, die taugen, haben mir überhaupt nicht getaugt. Das mit dem Bären einpflanzen und das ganze Zeug, boah. Das kannst du in den Müll stecken, sowas. So, und bevor die weiße Edition rauskam, habe ich ja angefangen zum Let's Playen. Das war im Jahr 2011, also letztes Jahr im Februar. Habe ich angefangen, Pokémon Saphir zu Let's Playen. Und war ich auch richtig lang daran beschäftigt. Das war noch damals auf meinem alten Kanal. Bin dann umgezogen auf meinem jetzigen Kanal, Kevin Let's Play. Wo ich dann das gereupt habe. Oh, ein Junkfehler. Wo ich das dann gereupt habe, das Let's Play. Und ich habe dann angefangen, noch Pokémon Feuerrot zu Let's Playen. Auf meinem alten Hanfbauer-Channel. Pokémon Rot meine ich, normales Rot. Natürlich, also das habe ich dann in einem Part halt gerendert, weil ich das Ganze in einer Aufnahmesession gemacht habe. Das ganze
Let's Play, also Pokémon Feuerrot habe ich in einer Aufnahmesession gemacht. Allerdings habe ich dafür gespeedet, damit es nicht so anstrengend ist. Und ich dürfte keine Pause machen bei dem Let's Play. Ich habe zwar ein paar Mal schon ein bisschen Pause gemacht, halt nur mehr ein kleines Zwischentrinkpause und sowas halt noch. Aber wirklich Tagepause habe ich nicht gemacht. Ich habe es halt an einem Tag aufgenommen. Und wir brauchen mehr Kohle, sehe ich jetzt. Naja, ich glaube, das müsste schon reichen für die Wand. Jetzt müssen wir halt warten. Wir haben ja da unten noch ein bisschen was. Ein bisschen, ein paar Steine. Und nach diesem Pokémon Let's Play habe ich halt Star Wars angefangen. Das muss ich allerdings abbrechen. Was war denn das nächste Let's Play? Das nächste Let's Play war, glaube ich, dann Pokémon Gelb war das genau. Pokémon Gelb habe ich da angefangen. Mein Lieblingsspiel habe ich dann Let's Played. Hat mir auch richtig Spaß gemacht. Könnt ihr euch anschauen auf YouTube. Werbung. Und dann habe ich das Pokémon Schwarz Let's Play gemacht. War auch richtig toll zum Let's Play. Allerdings hat es mir ein bisschen lange gedauert. Was ich nicht so toll fand, aber naja. Und jetzt, und dann habe ich Pokémon TRE angefangen. Pokémon Team Rocket Edition. Das war ein Hack. Mein erster Hack, den ich je durchgespielt habe. Moment, wir haben doch. So, das müssen wir gar nicht hier so. Okay. Und ja, momentan habe ich kein Pokémon Let's Play offen. Aber wahrscheinlich wird das nächste wird wahrscheinlich Pokémon Rubin sein. Das gute alte dritte Generation Spiel. Und vielleicht werde ich dann. Ja, okay, ich werde dann wahrscheinlich wieder Pokémon Kristall anfangen. Aber bis dahin dauert es noch einige Zeit. So, und jetzt sind wir hier wieder zurück in Minecraft und nicht mehr bei Pokémon. Jetzt haben wir hier schon einige Parts, also ein Part wahrscheinlich schon über Pokémon gequatscht. Naja, aber ist immer so, wenn ich über Sachen. Dramatische Musik. Wenn ich weiß, also wenn ich über Sachen rede, die mich interessieren, da kann ich auch richtig viel darüber sagen. Dann rede ich wie ein Wasserfall. Für Sachen, die mich interessieren. Ich weiß nicht, ist halt so. Geht euch das auch, wenn ihr zum Beispiel über euer Lieblingsspiel irgendwas hört, dann müsst ihr auch, habt ihr auch wahrscheinlich den Drang, so viel dazu zu erzählen, wahrscheinlich, oder? Was meint ihr? Schreibt es doch in den Kommentaren. Also Minecraft ist nicht so mein Lieblingsspiel. Das ist zwar ein schönes Spiel, aber um ein Lieblingsspiel von mir zu sein, braucht es mehr als nur, dass es nur ein tolles Spiel ist. Minecraft ist schon ein geiles Spiel, aber es reicht nicht, dass es ein Lieblingsspiel von mir wird. Dazu braucht es viel mehr. Dazu muss es mich, meinen Spielspaß richtig antreffen, so wie Pokémon. Und soll auch richtig, richtig Spaß machen. Soll mir Glücksgefühle verschaffen, dass ich das Spiel halt spielen tue, wie auch immer. Geht es so? Ja, das stößt man sich zwar in den Kopf an, aber es geht eigentlich. So, und ich glaube, wir nähern uns der Aufnahmepause, also beziehungsweise der Let's Play Pause. Ich baue jetzt hier nur noch das hier fertig und dann ist es an der Zeit, eine Let's Play Pause anzufangen für Minecraft. Ich werde dann noch die Sachen, wie gesagt, alle einsortieren. Und die Schilder, wenn ich soll hier noch Schilder gleich machen. Ach komm, nee, ich mache hier noch Schilder, wir haben ja. Haben wir es halt noch schnell, dann mache ich halt einen etwas längeren Part. Wir tun jetzt noch die ganzen Schilder hier machen. Und dann werden wir dieses Let's Play pausieren. Dann mache ich hier noch gleich das Ding hin, wenn ich schon noch ein bisschen was übrig habe. Das Let's Play wird pausiert für eine kurze Zeit, aber es wird bald weitergehen. Das sieht doch viel besser aus mit diesen Kabel. Stone Bricks, wie auch immer. So, jetzt brauche ich ein paar Schilder. Ich muss schnell schauen, wie viele ich eigentlich brauche. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, glaube ich, sind es. 6. 6 Schilder brauchen wir. Nein, Moment, zuerst brauche ich Holz. Zack, 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 zack. Wir haben ja zum Glück 1.3, da kriegt man mehr Schilder, wenn man sich welche craftet. Ich glaube, 3 Stück sind es dann, das heißt, ich brauche hier nur 2 Holzsachen reinlegen. Außerdem kann man Schilder jetzt decken. So, ich werde dann noch das Tagebuch ein bisschen bearbeiten. Also jetzt, ich mache es natürlich in-screen, ist ja klar. So, wie wollen wir den jetzt benennen? Was kommt denn da rein?
Ich weiß nicht. Was haben wir denn? Dungeon, Fressen, Steine, Sandsteine, Erde, Pflastersteine, Holz, Gravel, Feuerstein, Erze, NPC-Zeugs, Bauzeugs. Also da kommen die ganzen Treppen und die ganzen Steps rein, die ganzen, ja, das ganze Zeug halt, ne? Dann brauchen wir noch eine Werkzeugtruhe. Ja, ich sag, ich schreibe da ein Werkzeug hin. Dann noch, Tränke haben wir schon, eine Kiste. Glas, ich mach mal schnell Pause. So, hier bin ich wieder laut. Jetzt werde ich hier genervt wie Sau, naja. Okay, ich mache hier noch eine Glastruhe. Glas kommt da rein. Und jetzt noch eine, noch eine, noch eine. Was haben wir denn eigentlich noch? Blättertruhe? Nee. Schienentruhe? Nee, eher nicht. Nethertruhe, genau. Wir brauchen eine Nethertruhe, wo wir die ganzen Nether, das ganze Netherzeugs reintun. Nether. Das ist aber nicht nett. So, zwei haben wir noch übrig. Was kommt da rein? Ich habe keine Ahnung. Krempel, Holz, Kies, Erze. Moment, haben wir eigentlich eine Naturzeugstruhe? Wir haben gar keine Naturzeugstruhe, oder? Ne, wir haben keine Naturzeugstruhe, das heißt, ich mache mir jetzt eine. Glas, wir haben hier schon eine Glastruhe. Krempel. Doch nicht. Okay, dann habe ich es auf der falschen Seite gemacht. Hier kommt der Krempel rein, oder? Ach nee, wir sind hier. Oh Gott. Optische Täuschung. Naja, Naturzeugs. Haben wir eine Tierzeugstruhe? Okay, ein Schild haben wir noch, obwohl hier noch. Wobei, da kann ich dann Krempel wieder reintun. Zutaten, soll ich eine Zutatentruhe machen? Für halt. Ja, ich glaube, das mache ich. Zutatentruhe für Tränke. Oh, ich mache einfach noch eine für Tränke. Damit wir, wie sie halt hier noch platzieren können. Halt noch als Alternative, damit wir als Alternative zu oben halt noch. So, Leute. Und jetzt ist der Moment gekommen. Ach, jetzt bin ich ganz baff irgendwie. Wir haben schon 50 Parts gemacht. Wir sind mit dem Let's Play schon halb fertig. Ich tue jetzt einfach mal das ganze Zeug da rein. Ist ja auch egal. Also, Leute. Schauen wir zuerst noch an, was wir alles gebaut haben. Wir haben hier unser Haus gebaut, natürlich. Also in Part 5, in Abpart 50. Wir haben vergessen, noch eine Tür hinzubauen, aber es ist, macht jetzt auch nichts mehr. Dann haben wir unseren ersten Stock, unser kleines Musikzimmer, das noch nicht fertig ist. Dann hier unsere Fehlertreppe, die wir auch noch umbauen müssen. Hier fehlt auch noch eine Treppe. Daraus können wir auch noch irgendwas bauen. Hier noch ein paar Bilder zum Beispiel können wir noch hinbauen oder sowas. Da haben wir hier unsere Tierfarm. Da hinten haben wir unsere Spinnfalle und da hinten, ganz hinten ist unser Dschungelhäuschen, das überhaupt noch nicht fertig ist. Das haben wir von Minecraft Part 1 bis Part 50 gemacht. Ah! Okay, Leute. Macht's gut. Wir sehen uns dann in Part 51 wieder. Ihr könnt jetzt von mir aus noch die Specials anschauen, wenn ihr wollt.
Ich werde sie dann bald hochladen. Und ja, dann sehen wir uns im Part 51 wieder oder in einem anderen Let's Play von mir. Also Leute, macht's gut. Ciao.